Stein. Ah, Söldner! Na, welch hübscher Anblick für meine alten Augen. Jung, voller Elan. Vielleicht sollte ich nur für deinen Körper bezahlen, statt für deine Hilfe. Pass besser auf, was du sagst. Verstanden? Verzeih mir. Ich freue mich nur, dass mir die Götter jemanden schicken, der mir helfen kann und gleichzeitig körperlich so anziehend ist. Das höre ich gern. Koragos, mein Gatte, ist überfordert von meinem Verlangen nach Vergnügen. Ich schätze, das wäre jedermann. Oh, ich habe viele Liebhaber, aber nur ihn liebe ich. Wenn wir zusammen sind, ist es unbeschreiblich. Dann beschreib es nicht. Als wir jünger waren, liefen wir im Mondlicht in den Wald, warfen unsere Kleider von uns und liebten uns bis zum Morgengrauen. Unsere ekstatischen Schreie hallten durch das ganze Tal. Ich hoffe, in deinem Alter bin ich auch so lebhaft. Ich bin jetzt lebhafter als jemals zuvor. Was hat das alles mit mir zu tun? Ich hörte von einem mächtigen Elixier, das einem die Lebenskraft und die Ausdauer von Eros verleiht. Wenn du mir die Zutaten besorgst, kann ich es für meinen Gatten zubereiten. Also gut. Ich sammle die Zutaten, wenn du versprichst, dass du deine nächtlichen Aktivitäten für dich behältst. Ich habe etwas Geld und Koragos hat noch mehr. Wenn du mir Bärenhoden und eine Hirschzunge bringst, kann ich das Elixier zubereiten. Oh, mehr brauchst du nicht. Keine Sorge, ich bezahle dich gut und Koragos wird dir sicher auch dankbar sein. Wo kann ich hier einen Bären finden? Es heißt, ein großer männlicher Bär lebt in einer Höhle beim Heiligtum. Gibt es Hirsche in der Nähe? Was für eine Frage. Das ist Fokis. Hier gibt es überall Hirsche. Das Elixier klingt komisch. Wo hast du davon gehört? Nun, die Pythia hat mir davon erzählt. Sie ist so weise, ein Problem zu lösen, von dem ich nicht wusste, dass ich es habe. Ich komme bald mit den Zutaten zurück. Freut sich keiner, mich zu sehen.
Was ist das für ein Elixier, das solche Zutaten erfordert? Hier werden Sie besonders wachsam sein. Yeah!
Die Götter segnen dich, Ikaros. Das Gebiet wird gut bewacht. Schlachten wir ab! Kamen von dort drüben. Zück die Schwerter! Wie das stinkt. Ich will mir nicht vorstellen, das zu trinken.
Du bist zurück und keinen Augenblick zu früh. Ich hab, was du wolltest. Wer ist das, Auxesia? Das ist der Söldner, der unseren Funken neu entfachen wird, mein Liebster. Oh nein, das hatten wir doch schon. Ich kann dich nicht mehr befriedigen. Du bringst mich noch um mit deiner Lust. Unsinn, ich bereite dir ein Elixier zu, das dir die Lebenskraft eines sehr viel jüngeren Mannes verleiht. Götter, rettet mich. Ich schaff das nicht mehr. Ich brauche keine Bezahlung. Ich freue mich, dass ich helfen konnte. Sehr freundlich von dir, Söldner. Es ist ein Segen der Götter, dass wir uns getroffen haben. Und nun habt euren Spaß. Aber nicht zu viel.